Herzlich willkommen zu einem weiteren Video meinerseits. Und heute geht es um das Magic Keyboard und das Smartfolio. Nice. Es geht ja immer um die Entscheidung, was kauft man sich für sein iPad Pro oder iPad Air. Und ich sag's euch, wie es ist, die Entscheidung ist mir auch nicht leicht gefallen. Erst war ich bei dem Logitech Combo Touch Dingsbums, dann war ich bei diesem Smartfolio Dingens, aber das ist halt auch halt eher so mittelmäßig. Ich bin mit ihm zwar auch zufrieden, ja, und ich könnte auch, wenn ich das Magic Keyboard nicht hätte, jetzt auch überleben mit dem, aber es geht mir einfach ganz einfach darum, dass ich einfach eine geile Experience habe, dass ich vielleicht in der Schule dieses Magic Keyboard verwende, weil Yannick zum Beispiel, mein Podcast-Kollege von Techgeschwafel, meint ja, das ist so cool in der Schule und so, und das kann ich mir vorstellen, aber da muss ich halt noch variieren und abwiegen, was wirklich sinnvoll ist. Es ist nun mal so, wie es ist, und ich musste dieses Magic Keyboard auch haben, einfach damit ich nicht nur ein Video darüber drehen kann, sondern auch, dass ich einfach mal einen direkten Vergleich habe zwischen den zwei besten. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Tastatur ist, die man sich vorstellen kann, weil klingt jetzt nicht wirklich hochwertig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und natürlich ist das hier die Luxusvariante aller Keyboards. Also wir haben hier wunderschöne Plastiktasten, so wie man das halt im Laptop gewohnt ist, und natürlich auch ein wunderbares Trackpad und ein wunderschönes Magnetsystem oder Ökosystem, weil wir sehen hier, diese Hülle hat dieses Magnetsystem, dieses Smartfolio hat dieses Magnetsystem und so weiter und so fort. Also man merkt schon, Apple will hier auch ein kleines Ökosystem schaffen unter den iPads. Und es ist ja bei dieser Logitech Combo Touch das Problem gewesen, dass das immer nur zum Reinfummeln war. Überall waren die Ränder für den Schutz und es war urdick und schwer und klobig und das war einfach ein Schrott. Bevor ich hier länger weiter laber und euch langweile, geht es los mit dem Review. Viel Spaß! Magic Keyboard oder Smartfolio? Das ist die Frage, die man sich stellt, wenn man ein iPad Pro 11 Zoll der ersten Generation oder neuer, 12,9 Zoll der dritten Generation oder neuer oder ein iPad Air der vierten Generation oder neuer besitzt und nicht genau weiß, was man sich denn für die Produktaktivität oder die Tastaturarbeit anschaffen soll. Nun, keine Sorge, dafür bin ich ja da. Fangen wir mit dem Smartfolio an, denn das ist damals die erste Tastatur gewesen, die eigentlich für die iPad Pros bestimmt war. Aber mittlerweile wird die so gut wie gar nicht mehr genutzt oder von den anderen Personen weiterempfohlen. Woran das liegt? Zum einen liegt das daran, dass vor circa 3 Jahren das Magic Keyboard erschienen ist, und zum anderen lag das, zumindest mir, eigentlich sofort während der Nutzung auf der Hand. Das Tippen fühlte sich ungewohnt direkt und eigentlich schon hart an. Und ich sag's mal so, man muss es mögen. Einige Leute behaupten sogar, dass die Tastatur Schrott sei, weil sie weder ein Trackpad noch Funktionstasten besitzen. Aber gut, das Magic Keyboard besitzt auch keine Funktionstasten. Das meiner Meinung nach Schlimmste an diesem Smartfolio, finde ich, ist, dass es keine Caps Lock LED oder geschweige denn eine Tastaturbeleuchtung gibt wie beim Magic Keyboard. Ich denke aber, dass es im Normalfall, wenn man sich das Magic Keyboard nicht leisten will, eine sehr gute Alternative zum Logitech Combo Touch ist. Das Beste an dieser Tastatur ist, dass das An- und Abheften super leicht und ohne Probleme funktioniert. Ein weiteres nice Feature ist auf jeden Fall die Positionsveränderung, auch wenn es nur 2 Einstellmöglichkeiten gibt. Kommen wir nun zum Magic Keyboard. Dieses ist circa mit demselben Material umhüllt wie auch das Smartfolio Case. Die Tasten sind hier aber deutlich besser und gefühlt stabiler. Abgesehen davon sieht man damit richtig professionell aus. Die Tastatur ist sogar so gut, dass ich behaupten kann, jeder, der die einmal benutzt hat, will diese nicht mehr missen. Worüber ich mir ein bisschen Sorgen beim Magic Keyboard mache, ist das Thema mit der Farbe. Denn weiß es jetzt nicht unbedingt die Farbe, die für eine Tastatur geeignet ist oder geschweige denn den Schmutz unsichtbar machen kann. Natürlich war meine Zwiegespaltenheit gegenüber dem Magic Keyboard nicht unbegründet. Aufgrund der fehlenden Funktionstasten. Ich meine, versteht mich nicht falsch, aber bei so einem teuren Zubehör hätte ich es für selbstverständlich erachtet, dass solche Dinge einfach kein Thema mehr sein sollten. Das Beste kommt vermutlich zum Schluss. Und ja, trotz all dem obig Gesagten ist das Magic Keyboard die mit Abstand beste Tastatur für das iPad Pro oder Air. Punkt. Am Abschluss sei noch erwähnt, dass dieses Ding zwar nicht 100% empfehlenswert ist, aber immerhin 90%.